Kennt ihr das, wenn die Auswahl so groß ist, dass ihr nicht wisst, was ihr nehmen sollt? Wir haben hier bei unseren Wohnkabinen 15 Dekore für die Fronten und Arbeitsplatten. Ich glaube, es sind nicht mal alle, die hier liegen. Es gibt noch mehr. Wir haben 22 Polsterstoffe. Und das zu kombinieren, der Mathematiker unter euch weiß es, der kann das jetzt mal schnell ausrechnen, wie viele Möglichkeiten. Es gibt auf jeden Fall sehr viele. Bei unserer neuen Wohnkabine werden wir das Petrol nehmen und mit der Bambusoberfläche, also Petrol, die stehenden Flächen, liegende Flächen, Bambus. In unserer Wohnkabine haben wir ja dieses Grün. Dann haben wir von einem Kunden jetzt gerade aktuell hier liegen dieses Grau und von einem anderen Kunden haben wir aktuell auch liegen dieses Lila. Ich weiß nicht genau, wie die Farbe ist. Auf jeden Fall können wir das gleich mal in die Kabine legen und euch mal zeigen, wie es dann aussieht. Wir starten mal mit Lila. Wir haben jetzt hier die Lila-Bezüge reingesetzt. Finde ich von der Farbe, finde ich das total cool. Ich finde die Kombination nicht hundertprozentig, beziehungsweise ich glaube, ich muss mich einfach daran gewöhnen, weil ich die ganze Zeit in Grün gelebt habe. Ja, und so sieht es dann in Grau aus. Auch eine Möglichkeit. Dann gucken wir mal, wie es in Grün aussieht, wie wir es bei unserer Kabine haben. Und auf unserem Stoff, auf meinem Stoff, darf ich auch ohne Schuhe mit Socken oder mit Schuhen mit Socken liegen. Naja, genau. Also das ist hier unser Standardgrün sozusagen. Das, was ich persönlich am schönsten finde. Und ja, wie gesagt, erzählt mir, was ihr gut findet. Dann haben wir noch zwei Stoffe. Ein bisschen größeres Stoffmuster. Einmal das Grün, was ich ganz ursprünglich mal in der ersten Variante hatte. Auch witzig, ziemlich quietschig. Ich finde aber dieses dann doch ein bisschen zeitloser. Und dieses Blau, was wir hier noch haben, finde ich auch total schön. Das ist eine schöne, satte Farbe, finde ich. Allerdings mit dem Anthrazit nicht so gut. Vielleicht ist es eine schöne Kombi mit dem Weiß oder mit dem Petrol. Erzählt mir doch mal, was ihr meint. Welche Kombination würdet ihr bevorzugen? Welches Holzdekor, welches HPL und welchen Stoff? Würde mich mal interessieren. Und wenn ihr Lust habt, schickt mir noch mal Fotos oder Videos von euren Kabinen oder euren Wohnausbauten, welcher Art. Würde mich auch mal interessieren. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und vielen Dank fürs Gucken.